Ja, hallo zu der neuen Folge von Batman Arkham Knight. Ja, wir sind in die Falle vom Scarecrow getappt und jetzt müssen wir versuchen, hier rauszukommen und gleichzeitig versuchen, die Explosionszahl zu verringern. Die aufklappbaren Türen sehen ziemlich nach unserem Grab aus. Wir dürfen gespannt sein, wie wir hier rauskommen oder halt auch nicht. Gut, schauen wir mal. Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie! Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie! Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte! Was muss ich machen? Wohin damit? Ich muss vorsichtiger sein. Schön langsam. Nicht so schnell. Ach du Scheiße. Eben will man das mit der Tastatur machen. Oh, viel Grüße an unseren Schwarmboy, wenn er hierher kommt. Das wird schwierig. Was? Oh je, es war ein bisschen zu schnell. Ach du Scheiße. Wem finde ich das Ding, ey? Bei diesem darf ich den jetzt. Wow, die dramatische Musik, ey. Ich überwache die Einrichtung. Sie haben keine Zeit mehr. Ich flehe Sie an. Gehen Sie! Das hast du mir beigebracht. Das Richtige zu tun. Nur das zählt noch. Master Bruce, ich flehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Miss Gordon geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Leb wohl, Herr. Ich komme hier eh nicht raus. Das letzte noch. Oh, der. Was? Woher kommt der? Oh, nee. Das ist das. Der kann nicht mehr leben. Okay, das ist Gordon. Nur wo sind wir? Okay, was? Wir spielen Gordon jetzt. Ach du Scheiße. Wo? Wir spielen das Spiel mal nicht in der Nacht? Aber schön Wetter. Das ist jetzt echt gerade überraschend. Okay.
Okay, wir sind Commissioner Gordon. Was ist passiert? Haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft? Ja. Klasse. Und wie soll ich jetzt reinkommen? Stimmmuster analysiert. Identifizierung bestätigt. Willkommen, Commissioner Gordon. Unglaublich. Okay, wieso ist der Backcomputer hier? What? Wir sind so im Fahrstuhl? Oh, das ist ein bisschen unerwartet jetzt. Wo sind wir? Hat Batman geschafft? Fragen über Fragen. Ist das die Betthöhle? Was ist das hier? Was zum Teufel? Was zum Teufel ist das hier? Das sieht nach Catwoman aus. Oder nicht. Vermisst du mich schon, Bats? Oh, du bist es. Oh. Commissioner, oh, nee. Langweilig. Doch nicht. Was hast du dir angetan? Stell dich zwischen uns. Und ich verpasse dir ein Grinsen so breit, dass dir der Kopf abfällt. Okay. Wer ist das hier? Ja, aber irgendwie ist das ein Nachahmer von Joker? Das ist ein Nachahmer von seiner Freundin irgendwie? Ich kapier's nicht. Was ist das für ein Tier? Was willst du, Hund? Kommst her und schnüffelst rum. Glaubst du, du bist die Polizei? Niemand belästigt den Goliath. Noch mehr. Diese Zelle scheint leer zu sein. Hier ist noch jemand drin. Commissioner, Gott sei Dank. Sie müssen mich hier rausholen. Die haben mich eingesperrt und Tests durchgeführt, wie an einem Kaninchen. Ha! Mit mir ist alles in Ordnung. Nee, das passiert doch jetzt, oder? Wow. Gut, dass du gekommen bist, Jim. Das musst du sehen. Oh, Scheiße. Was ist das für ein Ort? Wer sind diese Leute? Bevor es ihn erledigt hat, hat der Joker sein infiziertes Blut an alle Krankenhäuser im Staat verschickt. Ich weiß, wir haben es gefunden. Wir haben was übersehen. Wie? Ärztliche Fehler. Transfusionen, die nicht verzeichnet wurden. 5 Personen waren betroffen. Sie waren dem Blut zu lange ausgesetzt. Es verändert sie. Sie werden zu Jokern. Mein Gott. Es ist eine Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die aber weiter mutiert ist als alles, was es bisher gab. Was ist mit ihm? Er sieht nicht aus wie die anderen. Henry Adams. Er ist am längsten infiziert, aber ohne Symptome. Immun gegen Jokers Blut. Robin versucht festzustellen, warum. Eins ist aber klar. Henry ist der Schlüssel zu allem. Ich habe kooperiert. Ich habe alles gemacht, was sie wollten. Sie haben gesagt, es dauert nur ein paar Tage. Du kannst ihn nicht gegen seinen Willen festhalten. Wir sind nah dran, Jim. Wir können ihn nicht gehen lassen, bevor die anderen nicht geheilt sind.
Halt. Du hast gesagt 5, ich zähle nur 4. Einer fehlt noch. Er wird bald hier sein. Du mich, Bruce? Oh, du nicht so überrascht, Bats. Du wusstest, es würde früher oder später so kommen. Ich tief in dir drinnen. Zusammen werden wir dieser Stadt geben, was sie verdient. Einen neuen Batman. Einen besseren Batman. Einen dunkleren. Naja, dazu kommen wir später. Zuerst müssen wir ein paar Prioritäten setzen. Sicher, du hast die Explosion eingedämmt und die Stadt gerettet, aber Ace Chemicals wird dennoch explodieren. Du musst doch mal auf dich selbst achten. Immerhin grübelst du jetzt für 2 nach. Okay, müssen wir rausgucken. Okay, da geht nichts mehr. Die Türen auf. Komm ich nicht raus? Was habe ich übersehen? Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wie so oft. Genau, ich hab's gedacht. So etwas hätten, das stark genug ist, eine Wand zu durchbrechen. Oh, Bats, ich hab dich vermisst. All die Subtilität und Nuancen eines nahtalen Einlaufs. Okay, und hier schnell raus. Wir laden in die Luft. Bitte räumen Sie umgehend das Gelände. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, was war denn das, ey? Alfred. Gott sei Dank. Als die Explosion... Ich dachte schon, sie wären. Schon gut, Alfred. Ich konnte den Explosionsradius verringern und verhindern, dass das Toxin die Stadt erreicht. Aber was ist mit Scarecrow? Oder diesem Arkham Knight-Burschen? Sie haben Panzer, Raketen, ihre Truppen sind in ganz Gotham. Crane ist entwischt. Ich war dem Toxin ausgesetzt. Meine Güte, geht es Ihnen gut? Wissen Sie noch, was in der Anstalt geschehen ist? Schon gut. Ich hatte schlimme Symptome. Aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Klar, was gibt's? Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. Okay. Und jetzt sind auch die ganzen Autos weg. Wir können endlich durchfahren. Wir haben neue R-Punkte. Und wo waren die? Schusswechsel, was? Wie schalte ich sie frei? Schalte mit einem angstmutigen Wechsel aus. Jo. Können wir eigentlich mal schauen. Wo ist das? Wegmarke setzen. RT. Hallo? RT. Ah. Da Eich habe ich gesetzt, ne? So, kann ich hier auch wegscrollen? Das würde mal Wunder nehmen. Oh verdammt, bestimmt kann ich wegscrollen. Ich weiß wie.
Bewegen, schießen, filtern, okay. Bewegung setzen. Was? Soda Cola. Ich glaube, die Sachen hier angezeigt werden. Da ist eins. Bitte nachts Wut. 300 Meter weit. Das hat mir noch nicht gemacht. Okay, mal setzen. Geh mal hin, mal machen das mal kurz. Aber wisst ihr was? Ich sehe gerade die Folge schon zu Ende. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaltet die nächste Folge ein bei Batman Arkham Knight. Bis dann, tschüss.